Hallo liebe Gamer, ich bin Max von Hobby Gamer und das ist hier mein Video 10 Anfänger-Tipps, wie man schnell stärker werden kann in Tales of Cristoria. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, spielt die Story. Die Story hat mehrere Vorteile. Ihr schaltet damit alle Funktionen frei. Und wie zum Beispiel die Raids, Gilde, Kochen. Und es hat noch einen zweiten Vorteil, wenn ihr jetzt seht. Hier, das ist fürs Aufsteigen ganz wichtig. Das sind Zutaten fürs Kochen und Erfahrungspunkte Items. Also, es ist so, dass ihr einfach Sachen kriegt, die ihr braucht. Also, es zu machen ist nicht vergeudet. In der Tat kriegt ihr auch viele, viele Aufstiegs-Items daher. Daher, Tipp Nummer 1, spielt die Story. Komme ich zum Tipp Nummer 2. Spielt Arena von Anfang an. Einfach von Anfang an Arena spielen. Viele denken beim Gacha-Game, Pay to Win, natürlich haben welche, die Geld reinstecken, immer einen Vorteil. Aber besonders hier, es gibt solche Tiers und wenn ihr ein F seid, dann kriegt ihr nur computergenerierte Teams, die immer darauf zuständig sind, dass ihr sie ganz leicht besiegen könnt. Ihr kriegt nach jedem Kampf, je nachdem wie weit ihr seid, solche Belohnungen. Immer auch erfahrungsgute Sachen. Es gibt Gold, was sehr wichtig ist, und auch Arena-Medaillen. Wenn ihr 40 Kämpfe in der Woche gemacht habt, dann kriegt ihr dann auch die Belohnungen, die je nachdem, wo ihr seid. Hier ist ab 50.000. Und die Belohnung kriegt ihr dann auf jeden Fall, wenn ihr eure 40 Kämpfe gemacht habt. Das ist einfach ein Vorteil. Schon allein hier D5, da kann man sich schon gleich 3 Tickets eintauschen. Weil man kann sich hier für die Medaillen Sachen eintauschen. Kann ich kurz zeigen. Ich hoffe, ich rede euch nicht zu schnell. Ja. Und damit kann man Beschwörungen machen. Oder eben halt Erfahrungspunkte. Also eben halt Energie aufladen. Oder Erfahrungspunkte Items holen. Ja. Also, machen wir an Arena spielen. Tipp Nummer 2 ist, schließt euch einer Gilde an, so schnell ihr könnt. Und spendet auch Gold und Items. Weil dann gibt es stuft die Gilde auf und je mehr Erfahrungspunkte die Gilde bekommt, desto höher ist es dann, wird das hier gemacht. Auch ganz wichtig, also wichtiger als Items zu spenden, ist auch Gold zu spenden, weil euer Gildenanführer kann dann einen Boost kaufen, der dann permanent aktiv ist. Das kostet nur 10 Mille, aber dafür zum Vorteil. Immer ist es immer sowas wie mehr Angriff, dann hier mehr Erfahrungspunkte, mehr Overlord Gorge, das heißt hier, dass ihr schneller eure Mystic Arts einsetzen könnt. Und immer die Erfahrungspunkte wirklich ganz schlecht. Und der zweite Vorteil ist eben halt, für alles was ihr macht, kriegt ihr Genpunkte, also fürs meiste was ihr macht, wie gesagt. Und dann könnt ihr, ich habe jetzt 2800, könnt ihr Summons machen. Dann könnt ihr solche Memorial Stones kriegen. Die gibt aber nicht für Charaktere. Und es gibt auch noch Sachen. Ich zeige es einfach mal. Machen Summon hier. Ja, das heißt, ich kann jetzt Memorial Stones mehr HP geben oder mehr Angriff. Und es sind Erfahrungspunkte für Memorial Stones. Ich hätte auch einen von diesen kriegen können. Aber so viel Glück hatte ich jetzt nicht. Ich habe, glaube ich, auch ein bisschen einen davon bekommen. Das war Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 3, meine ich. Komme ich zu Tipp Nummer 4. Ein ganz schneller Tipp. Es ist wichtig, euer Support-Team-Line-Up. Stellt das ein. Leute nehmen euch eventuell nicht in der Freundesliste auf oder eben halt kicken euch wieder raus, wenn hier nichts eingestellt ist. Weil es ist eben halt in dem Spiel so, hier, ihr habt nicht einen Charakter, den ihr teilt, ihr habt für jedes Element einen Charakter, den ihr teilt. Das heißt, wenn mich jetzt jemand mitnimmt bei einem Kampf, wo eben halt er windstark ist, dann würde er von mir Velvet kriegen. Wenn er einen Kampf, wenn er mich mitnehmen würde beim Kampf, wo Licht stark ist, würde er Jude bekommen. Ja. Und das war Tipp Nummer 4. Tipp Nummer 5. Nicht alle haben so Glück, so viel SRs zu pullen. Ich hatte mit 2 angefangen, dann hatte ich irgendwann nochmal die Seller bekommen und dann hatte ich noch ein SRR-Ticket bekommen, wodurch ich dann Sorry bekommen hatte.
Aber auch SR-Charaktere sind nicht unbedingt schwach. Ich zeige hier zum Beispiel an Beispiel von Rose. Hier, zum Beispiel ihr Lightning Tiger Blade hat hier kann den Angriff von allen Verbündeten für 2 Züge um 5% erhöhen. Ist nett, also ist nicht schlecht. Natürlich sind die Werte etwas geringer und das maximale Level ist nicht so hoch wie bei SRR-Charakteren, aber dennoch sind sie hilfreich. Tipp Nummer 6 bin ich. Nutzt ruhig mehrere Charaktere. Ihr könnt natürlich warten, bis ihr auch alle in SRR bekommen habt, aber Infinity. Wenn ihr sie benutzt, kriegt ihr Infinity hoch. Und dadurch kriegt ihr schon gute Sachen. Es gibt dann sowas zum Teil eben halt, aber hier, ihr kriegt Materialien zum Beschwören, so, hier Geld, hier um immer die Skills zu leveln. Daher nutzt ruhig mehrere und es gibt das für jeden Charakter. Das ist ja hier Titel. Nutzt ruhig mehrere Charaktere, auch immer halt auf dem Abschnitt, also quasi als Zusatzcharaktere, kann ich mal kurz zeigen. Die hier, die Submembers, die sind mit beim Kampf dabei und kommen rein, wenn einer eben halt das Zeitliche segnet. Tipp Nummer 7. Die Charaktere müssen nicht ihren eigenen Memorial Stone nutzen. Wichtig ist, dass entweder das Element oder die Kampfart oder am besten beides mit übereinstimmen. Dadurch sind immer die Wertsteigerungen. Aber zum Beispiel Velvet. Haut Schaden raus, hält nicht viel aus. Ich könnte jetzt zum Teil. Hier ist es nicht. Ich könnte jetzt hier einen anderen gehen. Zum Beispiel. Ja, sie ist Wind, ich könnte jetzt zum Beispiel das geben, dadurch wird sie dann stattdessen er ist gerade ein schlechtes Beispiel. Aber wie gesagt, es gibt welche, ich zeig's mal an Jutes. Ich könnte Jutes ihren geben und dann würde eben halt ihre Mystic Art 30% mehr Schaden machen. Und sie hat eine starke Mystic Art. Also eben halt ist nur ein Beispiel, weil ihr könnt denn sonst die Memories von den Charakteren nutzen, um die zu erwecken. Wodurch sie dann eben halt nochmal bessere Werte kriegen. So, Tipp Nummer 8, eigentlich der offensichtlichste Tipp. Wertet eure Charaktere und Memories von uns auf. Deswegen ist auch die Handstory total so wichtig, weil jetzt kann ich auch aufsteigen, weil ich habe geguckt, das wird mir noch Chimera's Main. Dann habe ich geguckt, okay, hier. Very Hard Main Quest 7.1. Also Kapitel 1 und 7.1. Ne? Hier dann konnte ich das farmen, habe ich bekommen, kann ich aufsteigen. Jetzt maximal Level auf 80. Hier, ich kann die Dinge noch farmen, wenn ich will. Aber die sind bei den Raids, zu denen ich gleich komme. Also ab dem zweiten oder dritten Mal hier aufsteigen, muss man unbedingt Raids machen, um die Sachen zu kriegen. Auf jeden Fall, ich habe da ein bisschen Erfahrungspunkte Sachen gefarmt. Mittlerweile braucht man doch deutlich mehr. Muss noch ein bisschen mehr farmen. Aber man ist auf 75 mal hoch. Vielleicht habe ich auch das Glück, hier besonderen Erfolge zu haben. Leider nicht. Weil es auch einfach, das steigert die Stats. Und wichtig ist auch die Skills hier. Also eben halt auch der Ulti wird quasi besser. Also die Mystic Art wird besser, wenn man aufsteigt. Nehmen wir jetzt mal hier. Habe ich einen starken. Ist es jetzt hier? Auf jeden Fall ist es hier, wenn ihr steigert, dann wenn eure Art, die ihr benutzt, ist einfach stärker. Also, und das gilt natürlich auch mit den Memorial Stones. Nehmen wir jetzt mal Jutes, weil ich finde, Memorial Stone eigentlich richtig stark. Jetzt kann ich bei Refine, könnte ich jetzt auf Level machen.
bei Ascent bräuchte ich Moria oder also eine Art Joker Memoria. Und jetzt kann ich ihm mehr HP, mehr Angriff und mehr Def geben. Das hat auch ein Maximum. Das heißt, man kann eigentlich unendlich stark machen. Einfach, das hilft auch beim Aufstieg stärker zu werden. Ja. Kommen wir zum nächsten Punkt. Macht die Raids. Hier. Ihr kriegt Battle Points, da, wenn ihr die Raids freigeschaltet habt. Dadurch könnt ihr helfen. Dafür müsst ihr keine AP benutzen, sondern nur BP. Hier seht ihr, welche Art von Medaillen ihr kriegt. Und ja. Aber Very Hard ist wirklich momentan Very Hard. Aber es werden noch schwerer kommen. Ich zeige euch aber einfach mal. Ja. In den Raids kriegt ihr verschiedene Sachen. Ihr kriegt, je nachdem welches Element ihr macht, Erfahrungspunkte für die Skills, für die Arts. Dann könnt ihr hier noch SSA und SA Memorials kriegen. Aber dazu muss ich sagen, auch hier kriegt ihr nicht gleichzeitig den Charakter freigeschaltet. Aber es ist hilfreich. Und hier immer bessere Erwachenmaterialien. Also es ist wichtig, dass ihr die Raids macht. Ihr könnt natürlich Normals müsst ihr erstmal machen, da kriegt ihr dann Juwelen, also hier diese Dinger, diese Orbs, um Höhenschwierigkeitsgrad zu starten. Hier kriegt ihr auch das Material, was ihr zum zweiten Awakening braucht. Und ab Hard könnt ihr dann auch Memory Stones kriegen. Auf Hard könnt ihr nur SR kriegen. Auf Very Hard kriegt ihr dann SSR und SR Memories. Ja. Kommen wir zum letzten Punkt. Macht eure Summons. Also, ich meine jetzt nicht hier alle verballern, aber zum Beispiel, wenn ihr jetzt Tickets kriegt durch den Battle Pass oder durchs Umtauschen, ja, Kronos ist zwar für Raids gar nicht so gut geeignet, aber immer das PvP-Charakter ist auch nicht schlecht. Dann immer Daily kriegt man 10 kosten, also ein 10er Pool kostenlos. Und ich zeige euch mal. Hier kriegt ihr einfach ein bisschen. Also jetzt habe ich hauptsächlich Zutaten bekommen, ein bisschen Gold. Ich habe schon mal 500.000 Gold bekommen, aber man braucht für vieles. Also hier kriegt ihr auch einfach noch Material, wie ihr eure Charaktere verstärken könnt. Und immer halt fürs Kochen ist es auch nicht schlecht, weil ihr dadurch einen Buff dann fürs Kämpfen kriegt. Ja. So, ich hoffe, ich habe euch helfen können. Das Spiel macht mir riesig Spaß. Es wird natürlich noch mehr Videos dazu geben. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.